Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler 7 im Koop-Modus zusammen mit Marc. Schönen guten Tag, hier ist der Marc. 20 immer noch. Und ich habe ja beim letzten Mal versprochen, euch die ultimative Schlacht zu bieten. Und das werde ich auch jetzt. Ich greife nämlich jetzt den Roten an. Mit meiner 24 Armee gegen 1. Allerdings hat der Türme und da muss ich aufpassen, denn die sind relativ stark. Sind zwar nur Holztürme, aber ich habe 5 Kanonen in meiner Truppe. Eigentlich sollte ich die ohne Probleme kriegen. Das dürfte ja zu schaffen sein. Es ist echt ein bisschen strange, dass man keine Verteidigung hier bauen kann. Das wundert mich auch. Allerdings ist eine meiner Kanonen gleich kaputt. Jetzt nämlich. Das ging schnell. Zieht er mir jetzt ernsthaft entgegen mit seiner Ein-Mann-Truppe? Ja, was soll er sonst machen? Da ist er herausgefordert, da muss er jetzt auch zeigen, was er kann. Der kann aber nichts mit einem Musketier. Das ist nämlich gleich platt, bevor es überhaupt einmal schießen konnte. Angriff abgeblasen. Tja, war wohl nichts, Kollege. Wie viel? Ich habe nur noch drei. Ich habe schon 2 Kanonen verloren, verdammt. Ich habe schon viele Pferde. Meinst du mich? Ja. Ja, ich habe viele Pferde inzwischen. So, jetzt erobere ich mal schnell hier den Außenposten und dann werde ich meine Armee noch einmal ausbauen und dann nämlich werde ich gegen seine Stadt ziehen. Ja genau, alles brennt jetzt. Wir können auch einen Siegpunkt durch Handel oder Lieferung bekommen, aber... Okay, was gibt's denn hier auf diesem Siegpunkt? Ja, nicht viel, toll, danke, hilft mir jetzt unglaublich viel, dieser Siegpunkt. Ah, ich glaube, meine Leute sind nicht motiviert, die Kirche zu bauen, weil sie nichts zu essen haben. Das könnte natürlich sein. Nicht übel. So, ich lasse jetzt meine Armee hier drin. Schwachsinn, ich greife jetzt sofort den Nachbaraußenposten an. Warum soll ich denn die hier drin lassen? Das bringt mir doch gar nichts. Er hat ja sowieso keine Armee, mit der er sich wehren könnte. Aber ich kann 10 Reiter ausbilden. Also es könnte sein, dass wir den 8. Siegpunkt dadurch kriegen, dass du den einfach platt machst. Das kann sein. Deine Burg einmarschierst. Aber du bist ja nur noch einen davon weg. Neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Okay. Warum kriege ich dafür eigentlich keine Eroberungsbelohnung? Ja, gute Frage. Ich glaube, die gibt es nur am Anfang. Ja. Oh, meine Kirche ist ausgebaut. Glückwunsch. Ja, ich war kurz überrascht jetzt, aber tatsächlich so. Gut, dann kann ja die Forschung jetzt weitergehen. So, ich habe jetzt den nächsten Außenposten eingenommen von ihm. Weil sie hat gleich echt nichts mehr. Aber hier kann ich zumindest auch was selbst bauen, was auch was bringt. So, eine Kohle und eine Eisenmine. So. Kohle. Kohle. Kohle und Eisen. Ach, ich bin ganz gerührt, dass meine Küche jetzt ausgebaut ist. Glückwunsch. Du hast es tatsächlich geschafft, deine Leute zu motivieren. Ja. Das ohne Essen. Auch hungrige Leute können Kirchen bauen. Genau.
Daran sollte sich die Kirche mal ein Beispiel nehmen. Bei uns werden die Kirchen sogar noch ausgebaut. Ah, ich verstehe. Ich habe auch zu wenig Wohnhäuser, die Fleisch produzieren. Ich könnte den, glaube ich, relativ einfach besiegen. Inzwischen. Ich muss nur an den zwei Türmen am Eingang vorbei, aber dafür baue ich ja die Kanonen. Ja, hau rein. So, Mist, da muss ja noch ein... Ich habe nicht eine Wurstfabrik gemacht. Ja, kein Wunder, dass wir nichts kriegen. Das habe ich am Anfang auch vergessen. 3, 6, 7, 8. Gut, 10 habe ich. Geht gerade so auf. Bin gerade froh, dass mir keiner zuschaut, sondern alle bei dir zuschauen. Beschweren sich nur über meinen Spielstil. Genau. So, was kann ich denn hier jetzt noch weiter ausbauen? Hat doch bestimmt ganz viele Räder. Genau, ich kann noch eine Kanone mehr in Auftrag geben. Reiter hingegen kann ich aktuell nicht mehr ausbilden. Jetzt, wo wir so gut drauf sind, versuche ich die Küche einfach nochmal auszubauen. Einfach am Rebellen heute. Lagerhäuser sind schon wieder voll. Ich muss hier dauernd die Lagerhäuser ausbauen. Wie sieht's denn aus? Finaler Schlag schon, oder? Ich bereite mich darauf vor. Ich ziehe gerade meine Truppen zusammen. Auch wenn ich weiß gar nicht, ob wir dann schon gewonnen haben, weil das einen Siegpunkt gibt, wenn du ihn von der Karte fegst. Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, aber trotzdem werde ich ihn auf jeden Fall besiegen, auch wenn es keinen Siegpunkt gibt. Gut, dann. Weil ich einfach gerne mal einen KI-Gegner platt machen werde, und zwar sogar den stärkeren von beiden. Ich sehe gerade nochmal ganz peinlich für mich, hinter meinem Schloss gibt es einen riesigen Steinbruch mit 50 Steinen. Ja. Den du nicht genutzt hast. Den ich, nee, der Naturschützen und so, das steht ja ganz im Vordergrund heute. Genau, wunderbar. Ich krebs mir hier mit den Steinen ein, aber ich glaub's nicht. Ja, toll. Hier kann ich übrigens mal die Wege ausbauen, jetzt wo ich gerade dabei bin. So wird das hier ja nie was. So. Heißt, jetzt machst du so ein bisschen Luxus und Schönheitsarbeiten. Genau, Geschwindigkeitsarbeiten. So, dann bauen wir die Straße auch nochmal aus. Habe jetzt schon 32 Truppen hier drin. Gut, also schicken brauche ich eigentlich nichts mehr. Außer vielleicht Pferde. Falls du welche hast. 11 Stück, die produziere ich ja eigentlich nur für dich. Ja, dann kannst du sie ja mir auch zukommen lassen. Ja. Ach nur, jetzt fehlt es mir an Dorfbewohnern. Nein, kein Lagerhaus, ich wollte auch nicht Prestige öffnen, ich wollte ein Prestige-Objekt bauen. Dann gönne ich mir jetzt davon noch mal ein paar. Einfach damit ich Lagerhaus-Ausbau skillen kann. Mir geht das total auf die Nerven, dass mir dauernd die Lagerhäuser zu knapp werden. Ich habe 77 Mäntel oder Kleidung. Okay. Werde ich jetzt auch mal verkaufen. Ich brauche ja kein Mensch mehr. Mensch. Das stimmt. Ich habe jetzt 158 Siedler und ja, der Wuselfaktor ist schon da. Ich habe 122 Siedler, aber ich guck mal bei dir vorbei. Ich habe 11 Sektoren inzwischen. Und 33 Soldaten. Schlecht, ich habe 7 Sektoren, die Gegner haben jeweils 5. Das heißt, ich habe alleine schon mehr Sektoren als die Gegner zusammen. Ja.
Nein. Ich hatte ja so am Anfang des Let's Plays ein bisschen die Befürchtung, dass das hier nicht so gut klappt, weil wir beide noch nicht so die Pros sind im Spiel. Aber es läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Ich auch. Wir spielen ja auch erst seit Weihnachten, seit dem Weihnachts-Sale sozusagen. Jo. Ist dabei. Dafür schlagen wir uns schon ganz gut. Würde ich auch sagen. Wunderbar, es fehlt mir pausenlos an Leuten. Muss echt noch mehr Wohnhäuser bauen. Du kannst sie doch auch upgraden, ne? Noch nicht. Du hast entsprechende Prestige schon hast? Nein, habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich genug Stein habe, um das... Ist mir eigentlich zu teuer, jetzt mal 15 Steine rauszuhauen, nur dass ich ein paar Wohnhäuser upgraden kann. Ich werde jetzt doch mal den Steinhaufen da hinter meinem Haus hier putzen. Das ist schon peinlich. 50 Steine da liegen zu lassen. Naja, dann kann ich alles sofort ausnutzen. Du hast das fürs spätere Spiel aufgespart. Genau. So, ich greife den Roten jetzt mal an. Nachdem ich seine Türme besiegt habe, werde ich mich vermutlich erstmal zurückziehen. Das ist interessant, wie sie sich aufstellen und in welchem Winkel die jetzt versuchen, an den Häuschen da vorbeizuschießen. Das stimmt. Treffen die überhaupt ein einziges Mal? Oh. Oder bekommt man das einfach nur nicht angezeigt? Wenn man nah genug ranzoomt, dann sieht man ja die Lebensbalken. Achso, jetzt sehe ich nämlich den Lebensbalken. Habe ich eben nämlich die ganze Zeit nicht gesehen. Ja, meine Kanonen sind auch gleich futsch. Ballistik hätte es ein bisschen früher machen müssen. Ja. Ich habe jetzt gerade erst dran gedacht, als ich dich da schießen gesehen habe, dachte ich, oh, da war doch was. Ja, das wird nämlich echt knapp. Du kannst dich auch zurückziehen. Ja, ich glaube, ich ziehe mich erstmal zurück. Ich finde es toll, wie die erstmal alle wieder dahin laufen, um dann wieder sich zurückzuziehen. Ich habe 15 Soldaten verloren. Hey, der Rote greift dich an? Ich wollte gerade sagen, was geht denn da? Was macht der denn? Er hat schon Probleme. Was ist das denn für ein Idiot? Seine Burg ist gleich Schrott und er greift dich an, anstatt mich. Immer auf den Schwächeren, wie fies. Naja, aber dafür lässt er jetzt seine Burg schutzlos zurück, also... Tja, dann... Und den wirst du ja wohl kriegen, der hat 4 Musketiere und 2 Pikeniere. Ist ja wohl ein Witz. So, ich warte jetzt, bis meine Kanonen wieder da sind und werde den dann platt machen. Das, was ich aufrüsten kann, rüste ich in der Zwischenzeit schon mal auf, weil man weiß ja nie, was einem da so begegnet. Ja, würde ich dir auch empfehlen. Du weißt schon, dass ich dann gleich um Hilfe rufen sollte, wenn ich platt machen. Ich habe meine Truppen aktuell nicht in Reichweite, muss ich sagen. Also ich vertraue dir mal, dass du das schaffst. Na gut. Müsstest du aber eigentlich. Ja, ich bin jetzt auch mal selbst zuversichtlich. Genau, ein bisschen Selbstvertrauen ist gesund. Dauert auch eine halbe Stunde noch, bis der hier ist, glaube ich. Oh, 6 Stück hat er immerhin. Muss mal gucken, woran es bei meiner Goldproduktion schon wieder hängt. Kann natürlich sein, dass er sich denkt, jetzt mal auf den Schwächeren. Und ja, letztlich habe ich auch den Blauen noch vor der Tür hier, ne?
Das stimmt. Verdammt, es fehlt an Kohle. Warte mal, vielleicht schicke ich dir einfach ein bisschen Kohle, damit du mal vorwärts machst. Kohle kriegst du jetzt. Och nö, er hat seine Türme repariert. Ah, der ist nicht ganz so dumm. Der ist echt nicht dumm. Das heißt, ich warte jetzt lieber, bis ich wieder auf Maximalstärke bin. Damit ich ihn dann wirklich einheizen kann. Und nicht, damit ich wieder meine Truppen verliere. Wenn du einen zweiten General hättest, dann könntest du hier noch zur Unterstützung vorbeikommen. Ich könnte einen zweiten General gerade kaufen. Falls du das möchtest. Ich bin auch unsicher, ob ich jetzt Angst habe. Mann gegen Mann Stärke, Nahkampf gut im Fernkampf, hervorragend als Führer von Musketieren oder Kanonieren, gut im Nahkampf, gut im Angriff von Befestigung, gut der im hat Fernkampf. Ja nur sechs Leute. Klar. Den kriegst du. Vertraue ich dir jetzt einfach auch mal. So. Ich habe 93 Golderz. Warum wird das nicht geschmolzen? Weil es an Essen und Kohle fehlt. Verdammt. Mach immer das gleiche Problem mit dem Essen. Ich könnte auch schon wieder essen. Jetzt abstellen. Benötigt einfache Verpflegung. Okay. Die müsste ich ja eigentlich beschaffen können. Achso, ich habe ja hier Sektoren, die ich noch gar nicht genutzt habe, also. An sich werde ich das wohl schaffen. Hier genug zu produzieren. Ich baue ja mal wieder, oder versuche ja mal wieder die Kirche auszubauen. Wenn das passiert ist, dann haben wir den Siegpunkt sozusagen, weil das dann der Bischofssitz ist. Das wäre natürlich nett. Da hätten wir schon relativ schnell gewonnen. Ja. Wünschener Wald und schickt ihm Wurst. Verdammt, ich brauche Werkzeuge. Echt? Ich habe nur noch eins. Kann aber gleich welche kaufen. Ich kann dir nichts schicken, weil irgendwie ist der Händler noch unterwegs. Ja, ich baue mal gerade mein Straßennetz aus. Mal ganz nebenbei hat der Gegner auch gerüstet. Wer? Bei 8. Oh. Und der kombiniert sich jetzt mit seiner anderen Armee. Musst aufpassen, der ist bei 9 und der andere hat 6. Und wenn ich jetzt zusammen angreifen, dann könnten die dich kriegen. Das klingt schon weniger optimistisch. So, jetzt ist es soweit. Immer auf den Kleinen. Mal gespannt, ob der Blaue mit angreift. Wenn der mit angreift, dann gewinnt, haben sie eine höhere Siegchance. Aber es sieht so aus, als würde er sich im Hintergrund halten. Ich würde ja gerne die Wege noch ein bisschen schneller ausbauen, aber ich habe zu wenig Steine, ist das Problem. Fährt es erstmal gerade eiskalt vorbeigeritten am hier an dem Stationierungspunkt. So, jetzt greife ich den aber an in seiner Hauptburg, weil jetzt habe ich 6 Kanonen, jetzt müsste ich den kriegen. Ja, ist ja richtig. Hier geht schon zur Sache. Okay, ich guck mal gerade vorbei. 14 zu 1, also der ist hier gleich fertig. Gut. Das war's. Angriff abgeblasen. Ja, gute Idee von dir. Sieht's denn bei mir aus? Erster Turm ist gleich futsch. Wie viele Kanonen habe ich noch? 6. Wunderbar. Also das Ballistik bringt schon einiges. Ich find's toll, dass die zwischendrin immer wieder das Tor aufmachen, damit Leute rein und rauskommen. Während ich da draußen stehe und auf die ballere.
Ausbau fertiggestellt. Ach, da hinten sind noch zwei Kanonen. Na, macht's doch jetzt nicht so spannend, Leute. Zwei Kanonen noch. Bin sehr gespannt, wenn du den gleich hast, ob es dann was dann gewesen war. Da bin ich auch gespannt. Komm schon, das wird doch jetzt wohl funktionieren. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Juhu, wir haben eine Schlacht gewonnen. Riesen ellenlange Aufstellung bis zur nächsten Kreuzung. Stimmt. Ich verursache hier einen richtigen Stau. Jetzt bin ich gespannt, ob wir dann gewonnen haben. Ich auch. Wir könnten jetzt ganz gemeinsam jetzt einen Cut machen. Genau. Dann am Ende sagen, so, like diese Folge. Genau. Ich glaube kaum, dass das so gut ankommt. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, muss ich sagen. Ich kann leider diese Anzeige nicht verfolgen, wie viel Prozent du die 90, 95. Spannung. 100. Euer Reich erfolgreich ausgebaut. Nö, ist einfach nur raus. Ja, dann. Okay. Nice. Eine riesenlange Armee, die da einzieht. Dann könntest du ja noch ganz durchmarschieren, oder? Könnte ich, ja. Sind die ganzen Sektoren hier privat, in Anführungszeichen, also neutral, meine ich. Aber ohne Soldaten. Also er hat kaum noch Soldaten, den kriege ich. Also es gibt kaum noch Soldaten hier. Du marschierst jetzt auch rein. Wunderbar. Ja, ich denke, jetzt werde ich mir diesen Bauen hier auch mal vorknöpfen. Das sieht ja alles optimal aus. Nein, nicht 10, ich kann nur 5 machen. Aber ein paar Musketiere kann ich noch machen. Kriege ich irgendwo Kohle her? Nein. Schade. Haben wir nicht, ich habe nur noch eine einzige. Ich habe wieder vergessen, die auf Geologen zu stellen, verdammt. Und da wäre der Timer. Ich habe jetzt fast genau noch die Schlacht gewonnen. Die wunderbar. Jetzt erstmal ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Dann würde ich sagen, hoffen wir, euch hat's gefallen und wir sehen uns in einem weiteren Video, wo wir dann vermutlich hier ziemlich schnell Schluss machen werden mit diesem Match. Also, ja. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Genießt die Zeit. Ciao. Ciao, ciao. Das dreifaches Ciao. Ciao.